Ja, und somit ein herzliches Willkommen zurück bei mir, dem Baureihe 9932 Freak. Ja, nach langer Zeit sieht man mich mal endlich wieder vor der Kamera. Es hat jetzt eine Weile gedauert durch meine Ausbildung. Da hatte man nach der Arbeit kaum Zeit oder Lust, noch überhaupt ein Video zu machen, also dass ich vor der Kamera spreche. Da habe ich halt nur noch normale Modelleisenbahn-Videos gemacht, halt von den Fahrzeugen selber. Aber jetzt möchte ich mal selber wieder zu Wort kommen. Ja, und zwar mal ein ganz anderes Format. Ja, und zwar über diese beiden Steuerwagen, die dieses Jahr neu erschienen sind. Einmal von Pico, der Wittenberger Steuerwagen, auf Basis eines N-Wagens, der im Oktober auf den Markt kam. Sowie der Wittenberger Steuerwagen der Firma Rocco auf Basis eines Y-Wagen oder besser gesagt eines Halberstädter Mitteleinstiegswagen, welcher erst vor kurzem neu erschien. Ja, ich möchte diesmal mein Statement zu diesen beiden Wagen abgeben, welcher Wagen besser ist, welchen ich besser finde, welcher besser detailliert ist und allen möglichen Kram dazu. Ja, fangen wir doch einfach mal an mit dem der Firma Pico. Ja, wie gesagt, auf Basis eines N-Wagens im Maßstab 1:87 und von mir kriegt dieses Modell jetzt schon mal 10 von 10 Punkte, denn hier hat sich Pico echt selbst übertroffen mal wieder. Die Fahreigenschaften sind super, Beleuchtung ist super, Detaillierung ist sehr super. Und ich finde auch die Detaillierung vom Pico Wittenberger Steuerwagen, die finde ich besser als die von Rocco. Rocco hat da nämlich doch einige Dinge gemacht, die mir nicht so gefallen, die aber anderen auch nicht gefallen, wie ich schon gehört habe. Ja, aber ansonsten, also von der Detaillierung her gefällt mir der von Pico besser. Vom Grundaufbau her gefällt mir der von Rocco besser, daher, dass ja einer auf Basis eines Halberstädter Mitteleinstiegswagen ist und ich ja Fan dieser Wagen bin, weil ich ja mit diesen Wagen in echt aufgewachsen bin, weil sie ja immer nur hier fuhren. N-Wagen kann ich mich halt nicht so richtig hineinversetzen mit denen, weil ich die so nicht kenne, die sind ja hier nie gefahren im Osten. Außer, ja, mal selten, aber so nie im Regelverkehr. Also deswegen schließe ich mich dem ja an. Ja, also den finde ich vom Grundaufbau her besser. Ja, das Rocco-Modell ist halt Bauart BY-BDZF482.1 und der von Pico ein BNR-DZF483. Der von Pico hat eine Zugziehanzeige, wo drauf steht Neustadt und der von Rocco Erfurt Hauptbahnhof. Ja, dann halt genug davon, widmen wir uns doch jetzt einfach mal der Detaillierung beider Wagen. Ja, also, hier wären wir dann. Und ja, wie gesagt, widmen wir uns mal einfach der Detaillierung. Also, was auf alle Fälle schon mal zu sagen gibt, ist, unten die Schürze des Steuerwagens gefällt mir beim Pico-Modell mehr als bei Rocco. Bei Rocco ist die mehr schwarz, hier ist sie mehr grau. Wenn man sich das auch mal hier genauer anguckt, ist die hier auch besser detailliert. Bremsschläuche, Kupplung, alles dran. Aber ansonsten, es ist einfach besser detailliert. Hier ist auch dieses kleine Hochspannungszeichen. Da ist das von Pico einfach deutlich besser als von Rocco. Denn bei Rocco, wie man hier erkennt, ist einfach nur schwarz und, naja, ist nicht so schön detailliert. Ja, und zweites Manko bei dem Rocco-Steuerwagen sind die Lampenringe. Hier sind einfach nur halt Ringe auf
gedrückt worden. Währenddessen bei Pico bei den Ringen sich ein bisschen mehr Mühe gemacht wurde und auch man die Schrauben mit hochgedrückt hat. Ja, und dann, wenn wir gleich beim Pico-Steuerwagen sind, auch die Steckdosen sind und einiges besser, weil wie man von der Seite erkennt, sind diese gerade angebracht. Gerade nach unten, senkrecht. Und bei dem von Rocco, wie man das eventuell schon erkennt, wenn er das scharf stellen will, wie man hier schon unschwer erkennt, sind diese schräg angebracht. Obwohl diese auch gerade angebracht sind bei diesen Steuerwagen. Ja, dann stelle ich die Wagen mal kurz seitwärts hin. So, dann an der Seite finde ich auch ein bisschen schade, dass die Trittleiter hier bei Rocco nicht richtig gemacht wurde, wie hier bei Pico. Hier wurde sehr mehr grau gemacht, auch richtig, als und hier schwarz. Also ich kenne die auch nur grau. Ja, also tut mir leid, das finde ich halt auch doch doof, dass das leider nicht der Fall ist. Ja, dann beim Rocco-Steuerwagen finde ich auch noch schade, dass ich denke mal, das sieht man da drinnen, der Decoder, der guckt da schon hier oben so raus hier, wenn man das da so sieht. Der Decoder ist leider ein bisschen doof hineingebaut. Sieht doof aus. Ja, dann Fensterrahmen. Von Rocco, also die sehen gut aus, aber sie sind mir zu dick. Also die sie stechen zu sehr heraus. Bei Pico ist das ja nicht der Fall. Da sind die ganz dünn alles. Aber auch wenn die dick waren, echt, aber hier, die stechen einfach zu weit heraus. Das finde ich nicht so schön. Ja, dann ganz großes Lob an Pico ist ja, und der Untergrund. Sehr gut, detailliert. Hätte ich nicht gedacht, dass Pico das auch macht. Und es sieht super aus. Auf der Anlage kriegt man das zwar nicht so mit, aber es sieht trotzdem einfach super aus. Bei Rocco könnt ihr euch vielleicht denken, ist das nicht so. Da ist es wie der normale Wagen. Ganz normal. Aber ja. Soll es halt so sein. So. Ja. Dann Thema Beleuchtung. Der Pico-Steuerwagen leuchtet super. Die ZZA ist sehr hell. Finde ich gut. Licht ist ein warmes, gelbes Licht. Wie es eigentlich auch so der Fall war bei diesen Steuerwagen, daher es ja noch alte Wagen sind, die so mit Glühbirnen noch richtig verbaut wurden. Und ja, leuchtet super, hat keinen Wackelkontakt, wenn er fährt. Und jedoch der Rocco-Steuerwagen ist die ZZA leider nicht so hell beleuchtet und es ist mehr ein kaltes Weiß als Spitzen. Licht. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil das sieht dann doch ein bisschen zu modern aus für diese Steuerwagen. Vor allem für die Y-Steuerwagen. Das ist eigentlich so nicht. Das war mehr so warmes Gelb. Ja, und wenn das Spitzensignal an ist, leuchtet vorne das Mischpult blau. Also die LED hier drinne, die sticht leider mit dem Licht kommt die leider oben durch das Mischpult, durch das Führerstandspult. Das ist leider auch sehr schade, aber kann man nichts machen. Ja, und was ja bei Pico auch super ist, ist, dass drinnen das Führerstandspult auch beleuchtet ist.
Das finde ich auch ein sehr tolles Detail und das sogar im Analogbetrieb. Also super. Ja, ansonsten können wir uns mal den Unterschieden widmen. Wo sind die Unterschiede zwischen dem N-Wittenberger und dem Y-Wittenberger? Einigen ist vielleicht schon aufgefallen, auf alle Fälle die Türen der Y-Wagen sind breiter, die der N-Wagen halt ein bisschen schmaler. Dann halt die Einstiege. Hier sind die ein bisschen mehr verbaut, also ein bisschen mehr verschlossener. Hier sind sie eher offener bei den Y-Wagen. Ja, dann halt das Dach. Das Dach ist halt hinten abgerundet, ne? Bei den N-Wagen. Bei den Y-Wagen ist es eckig. Ja, das wäre es eigentlich dann soweit an Details. Also, erstmal muss ich sagen, beide Steuerwagen sind super. Da kann man nichts ausschließen. Sonst hätte ich sie mir auch nicht geholt. Ja, aber von der Detaillierung her finde ich den Pico-Wittenberger Steuerwagen einfach besser. Unter anderem, er hat ja selbst hier hinten ein Zuglaufschild mit eingebaut, wo drauf steht Neustadt. Ja, wie gesagt, der von Pico gefällt mir bei der Detaillierung her besser. Und der von Rocco ja nicht so. Aber vom Grundaufbau her finde ich den Rocco-Steuerwagen rum wieder besser. Also beide Steuerwagen kriegen von mir volle 10 Punkte. Der Rocco-Steuerwagen kriegt allerdings für die Detaillierung nur maximal, ich bin mal gnädig, 7,5, also zwischen 7,5 und 8 Punkten nur für die Detaillierung und für die Beleuchtung. Weil da leider die Beleuchtung, ja, die hat leider irgendwie scheinbar auch mal wackelkontaktig. Also die leuchtet, die flackert dann halt immer mal. Ja, und Detaillierung, was ich halt gerade alles so erwähnt habe, finde ich halt nicht so toll. Ja, der Pico-Steuerwagen waren dann halt somit volle 10 Punkte für die Detaillierung. Aber wie gesagt, sind trotzdem beide toll. Ich kann beide weiterempfehlen. Super Modelle. Passen gut auch in Anlage. Und also man kann sie gut vor Doppelstockwagen einsetzen oder halt vor den passenden Mittelwagen, N-Wagen oder halt Y-Wagen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr holt euch auch eventuell solch einen Steuerwagen. Ich kann ihn einfach nur weiterempfehlen. Und ja, dann war es das erstmal wieder von mir. Und bis zum nächsten Mal. Euer Baureihe 9932 Freak.